Ja, Deppen für Deppen, ne? So, Freunde. Das geht gar nicht. So, Freunde, neue Woche, neues Video. Und heute shooten Phil und ich jeder Dad immer. Zusammen natürlich auch wieder mit euch. Ihr habt fleißig eure Situation unter Phils Post kommentiert. Auf jeden Fall mega nice, dass ihr das macht. Und falls ihr das bemerkt habt, das Loser-Laude im Regenwald ist zwar immer noch offen, das Loser ist so ein bisschen verspendet. Da haben noch ein paar Leute dazwischen gespendet, und was ja auch gut ist. Aber das Loser kann man jetzt leider nicht mehr lesen, aber das Laude kriegen wir auf jeden Fall da noch reingeschützt. Deswegen, es gibt einen Link in der Infobox, checkt den doch mal ab, wenn ihr da mitmachen wollt. Und hier auf dem Kanal werdet ihr immer die Outtakes und Behind-the-Scenes-Momente von den Drehtagen finden. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr das verpassen wollt. Und bevor es jetzt losgeht, merkt euch auf jeden Fall diese Zeit. Schaut euch Phils Video zuerst an und dann kommt ihr in dieses Video und dann geht's los. So lustig, weil quasi je mehr du in den Süden kommst, desto weniger wichtig werden Konsonanten. Ja. Zum Beispiel in Franken ist schon alles weich, da gibt es halt zwar noch Konsonanten, aber die sind halt weich. Weich? Und wenn du dann halt weiter noch in Süden zu Bayern, Oberbayern, dann hast du halt am Ende auch keine Konsonanten mehr. So ist auch so, wenn du nach Hause fährst mit dem Zug, ja, dann immer so diese Durchsagen. Na halt! Ja, super. Im Zweifel einfach immer ein Bier hinstellen. Ja, ja. Digga, wie oft ich in meiner Jugend einfach durchgekommen bin mit Nicken so. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Geil, jeder Franke immer, ey. Ja, das ist richtig, ne? Geht wieder los. Jeder Dad? Jeder Dad immer? Ja, ne? Jetzt schreibt mal in die Kommentare, Skala von 1 bis 10, wie nice steht den Loser Laude im Regenwald dieser nice Bart. Oh. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mal sagen 11, ne? Lenny? Malle für alle. Malle für alle. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, stimmt, so. Einfach fest zukneifen und wieder aufmachen, ja. Und den Mund dabei auf, ja. Kriegst du da Geld drauf? Nee. Sehe ich jetzt nicht. Oh Gott. 9 Uhr, erster Take. Fangen wir mal an, ja? Nochmal noch hier. So. Freispielt hier, keine Rolex, ne? Was ist das denn? Pfui! Das war eine Uhr. Wow. Ich muss das, Alter. Ich muss das. Ich wollte ja auch mal Comedian werden, ne? Ja? Ja. Oh, schön. Ja, was ist... Das ist ein hartes große Wasser, blaue, ne? Frisscheine. Große blaue Steinfresser, ne? Du musst ja Ravioli öffnen. Erst Geburt hier, das sieht man noch direkt. Komm wieder durchdrehen die ganze Zeit. Step 1. Oder ich hätte eine Falschung, das kann natürlich auch sein. Da kommt der Camper. Oh, so funktioniert das, ne? Kinder. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das auch... Nein, das ist richtig, ne? Scheiße. Aber das sieht nicht richtig aus. Also so geht's auch, aber so machen wir noch keine Dose auf, oder? Aber ist auch drauf, ne? Boah, sieht das lecker aus, ey. So schön sieht so hin. Nee, ist, glaube ich, schon ganz geil. Das war mhm. Wenn man so ganz lost auf dem Campingplatz ist. Ja. Also, es gibt natürlich dort lecker. Oder auf dem Festival. Viel lauter am Set. Bei viel lauter am Set, ja. Okay, dann machen wir doch jetzt mal wirklich einen Take. Ja, lass doch hier auch mal was. Ich muss hier auch mal was leisten, ne? Auf zu weinen. Und was war bei dem 0:1 gegen Frankreich? Das war Fußball, Fußball ist was anderes. Ich weiß nicht, jetzt diese Stimmung. Ein Kind? Ich komme mir auch vor wie so eine TikTok-Mama. Ich müsste nicht genauso reden wie du, nur mit einer hellen Stimme, weil ich dein Sohn bin. Papa! Papa! Okay.
Nein. Jetzt übertreibst du deine Lage. Krass, ja. Papa! Ja, was denn? Papa, kann ich auf Toilette? Weiß ich nicht. Kannst du? Ja. Ja, eben. Besser ist es. Hallo Werner. Okay. Immer wieder. Pass auf, bloß auf, sonst fällt hier gleich der Watschenbaum um. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Gut, baller mal den schnell mal rein. Baller mal. Gucci, da fangen wir mal an, ne? Ja, Gucci. Ich mach mal so ein Glas, zwei Stück oder so. Hm? Das Glas. Jetzt ist es realistisch. Jetzt direkt die Story. Ne? Was ist die Backstory vom Glas? Es wurde benutzt, weil man nach dem Essen Durst bekommen hat. Dann hat man ein, zwei Stückchen sich genehmigt. Jetzt nach dem Essen sieht es so aus. Hm. Und wo kam das Glas her? Aus dem Schrank. Ah, und wer hat es in den Schrank gepackt? Der die Spülmaschine rausgekramt hat. Ja. Ach, hallo Werner. Wie's geht? Ja, muss ja, ne? Alter, die haben uns verzaubert. Das ist doch irgendein Deppenmist. Rapmist für Deppen. Ja, Rappen für Deppen, ne? Das war Musik. Das ist doch hier irgend so ein Deppenmist. Rappen für Deppen, ne? Mhm. Aua. Oh, das tut richtig weh. Die quillen ja auch über, weil du nie aufräumst. Schwein. Bügelst einfach das Bügeleisen weiter. Ja, meine ich doch. Verbindest du dich immer so mit dem WLAN? Barkeeper. Nice. Wo ist die Flitsche? Die Flitsche. Auch so schäbig zu lachen da hinten. Ah! Okay, geil. Gutes Ende. Hm, hier riecht's wieder richtig lecker. Ich sag auch immer diese gemeinen Witze über Veganer, ne? Die kann man sich auch echt schinken. Dieser Blick am Ende in die Kamera noch. Ich glaube, er hieß Erich, ne? Vorne er, hinten ich. Ne? Gott, Alter, wo hast du die denn jetzt ausgepackt? Oder sind das die von der Community? Nö, die stehen da hier. Papi, ich liebe dich. Hilfe. Das ist Opa. Sorry, der Vater. Vater. Vater, ich liebe dich. Okay, nochmal. Ja. Wir sind durch. Durch mit dem Sketch? Mhm. What? Ja, good job. Gönnt euch. So, der Drehtag ist vorbei und gefühlt der Sommer ja auch. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch dieses Video ein bisschen gute Laune dagelassen hat. Und wenn du neu hier auf diesem Kanal bist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Und hier in dieser Playlist siehst du alle Outtake-Videos, die du verpasst hast. Also zieh dir die rein. Und für alle anderen, die diesen Kanal schon abonniert haben und immer noch nicht Phils Video geschaut haben, Freunde, dann aber mal ganz schnell rüber zu Phils Video und lass auf jeden Fall einen Kommentar unter seinem Video da. Und zwar... Hallo Werner! Nee, besser nicht. Oh, besser ist es. Ach, keine Ahnung, Alter, wir kriegen da nicht mehr raus. Shit. Nein! Egal, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Oh mein Gott.